Warum sieht der Volksverpetzer so unseriös aus? Warum der Clickbait, die Emotionen, die reißerischen Überschriften, das wirkt doch total unseriös? Das hat zwei Gründe. Also erstens, ohne das wäre ich nicht hier. Ohne diese Search Engine Optimierung, ohne Clickbait, ohne das Ausnutzen von den Trends, ohne Emotionen, ohne auch mal Spaß zu haben. Das sind genau die Dinge, die Content im Netz viral gehen lassen. Das sind genau die Dinge, die die Fake News im Internet viral gehen lassen. Und ich habe mir gedacht, kann ich nicht dasselbe machen mit den Fakten? Zum zweiten Punkt. Wer emotionale Texte nicht mag, wer reißerische Überschriften nicht mag, der braucht auch nicht den Volksverpetzer. Der fällt ja eh nicht auf die Fake News herein. Wenn wir Desinformation bekämpfen müssen, müssen wir nicht nur ständig Mythen widersprechen, wir müssen Propaganda für die Wahrheit machen. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ich kämpfe für die Meinungsfreiheit. Niemand darf uns mundtot machen. Hi, hier ein Faktencheck, Studien, Quellen und unsere Einschätzung. Die dürfen das nicht. Nein, löscht euch. Liebe Zuschauer, bei mir ist der Blogger des Jahres oder einer von Ihnen, von den Volksverpetzern. Thomas, schön, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Habt ihr damit gerechnet, dass ihr so gut abschneidet? Weil ihr belegt ja ein Thema, was schon wahnsinnig wichtig ist. Also ja, es ist ein wichtiges Thema und deswegen machen wir es ja auch. Aber wir haben überhaupt nicht damit gerechnet. Also mit Samira und Rezo haben wir uns eigentlich keine Chancen ausgemalt. Aber da an dieser Stelle ein riesen Dank an alle beide. Rezo hat uns selbst noch geschrieben, er hat den Voting-Link mit Absicht nicht beworben, weil er hat natürlich auch eine riesige Followerzahl und das wäre dann natürlich ein bisschen einseitig für ihn gewesen. Und auch Samira hat ihren Followern gesagt, dass sie für uns abstimmen sollen. Und deswegen riesen Dank an euch alle beide. Ihr habt es uns geschenkt und das ist total überwältigend und wir haben nicht damit gerechnet. Danke. Hast du gehört? Die Tagesschau ist auf einen Betrüger reingefallen, der mit pseudowissenschaftlichen Erklärungen Blödsinn behauptet hat, die auch nie belegt wurden und die haben das auch noch weiter verbreitet. Voll peinlich, wenn einem sowas passiert, oder? Warte. Querdenker-Anwälte versuchen, Volksverpetzer mundtot zu machen. Volksverpetzer ist derzeit Ziel von mehreren Abmahnungen und Klagen aus der Querdenker-Szene. Das Ziel ist, uns einzuschüchtern, Zeit zu stehlen und massiv Kosten zu verursachen. Da man mit Argumenten nicht gegen uns als Anti-Fake-News-Blog ankommt, versucht man uns jetzt mit juristischen Mitteln und sogenannten Slap-Klagen mundtot zu machen. Wolfgang Wodak und sein Querdenker-Anwalt Rainer Füllmich mit ihrer Forderung von 250.000 Euro Schadenersatz, die absurde, über 1000 Seiten lange, 6 Kilogramm schwere Quatschklage gegen uns wurde vor fast 2 Jahren erhoben. Unter anderem wegen einem bereits damals Monate alten Artikel. Und die wahnwitzige Argumentation hinter dieser Slap-Klage haben wir schon öfter erläutert. Ich wiederhole hier nochmal alles. Hier oder hier könnt ihr es nochmal nachschauen.
Und nicht nur diese Quatschargumentation oder die absurd hohe Summe, auf die wir verklagt wurden, spricht in meinen Augen dafür, dass hier kein Interesse an Gerechtigkeit herrscht oder irgendwas Falsches richtigzustellen, sondern ein Exempel an uns statuiert werden soll. Elon Musk sagt jetzt im Grunde genommen, er möchte in Zukunft nur noch Dinge löschen, die gegen Gesetze verstoßen. Und tatsächlich, Lügen und Hetzen ist in den meisten Ländern nicht per se verboten. Und hier bei uns in der realen Welt stellen tatsächlich im Gegenteil sogar viele fest, dass die aktuellen Gesetze oft einfach nicht ausreichen oder nicht ausreichend umgesetzt werden, um die Menschen und ihre Freiheiten zu schützen. Ihr wisst schon, anderen die Meinung verbieten im Namen der Meinungsfreiheit. Nazis, wir bleiben auf Twitter. Schließlich müssen wir da sein, wo die Fakes auch sind. Wer also einen Twitter-Account hat, kann uns ja gerne dort folgen, damit wir mehr Reichweite haben, um die Desinformation besser bekämpfen zu können. Umgekehrt aber jubeln wiederum andere. Und natürlich nicht ausschließlich diese, aber allen voran Nazis, FaschistInnen, Demokratiefeinde, alle, die sich darüber ärgern, dass ich sie gerade gegendert habe, DesinformationsverbreiterInnen und Trolle. Das prominenteste Beispiel, Faschist Trump. Es ist relativ offensichtlich, wo das Problem ist, wenn jemand mit enorm viel Reichweite und Einfluss und ziemlich viel Ahnung sich zum Beispiel in geopolitische Konflikte einmischt. Diktator Putin bedankt sich. Nein, Elon Musk, die Ostukraine bevorzugt nicht Russland. Das ist der vielleicht lustigste und einfachste Faktencheck, den wir bei Volksverpetzer bis jetzt gemacht haben. Hier im Hintergrund, das Foto, seht ihr, dass ein Mitarbeiter von uns vorgestern im Berliner Tiergarten gemacht hat. Und ihr seht daran, Bäume, ja? Wir haben den Faktencheck durchgeführt. Ja, im Berliner Tiergarten gibt es noch Bäume. Ihr werdet euch fragen, was? Warum habt ihr das gemacht? Ganz einfach, russische Propaganda hat nämlich behauptet, dass fast alle Bäume im Berliner Tiergarten für Brennholz gefällt wurden. Hier ist auch gleich der Beweis, dass es ein aktuelles Foto ist. Ja, die russische Propaganda möchte so tun, als ob es in Deutschland so richtig schlimm wäre, weil Putin uns das Gas abgestellt hat, dass wir die Bäume fällen müssten und sie verheizen müssten, weil wir so frieren im wärmsten Oktober seit Jahrzehnten. Ja, ganz einfach widerlegt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Heute gab es eine große Razzia und die nächste rechtsextreme Terrororganisation, die ausgehoben wurde. 3000 Beamte waren heute im Einsatz und wir haben alles. Wir haben Rechtsextreme, eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, KSK-Soldaten, Reichsbürger, Querdenker, bewaffnet bis an die Zähne. Sie wollten Anschläge planen, bürgerkriegsähnliche Zustände hervorrufen, die Bundesregierung stürzen und einen Prinzen als neuen König einsetzen. Hier haben wir alles. Die ehemalige AfD-Abgeordnete darf auch tatsächlich weiterhin noch als Richter arbeiten, zumindest jetzt noch. Und hier sieht man sehr gut, das kommt von sowas. Das ist nicht die erste und sicherlich nicht auch die letzte rechtsextreme Terrorgruppe, die aus diesem Mischmasch aus Verschwörungsglauben, Fake News, Hass und Desinformation, Pandemieleugnung und Hass gegen Ausländer entsteht. Das ist die wahre Gefahr in Deutschland für Deutschland. We'll be right back.
Ja, aber dann gewöhnt ich mich dran und ich sah es ein. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau.